Der Krieg in der Ukraine ist schon ein Schock. Und jetzt hört man aber immer öfter, dass es noch schlimmer kommt. China sitzt nämlich angeblich schon in den Startlöchern und greift demnächst Taiwan an. Mit allen Konsequenzen. Ist das eine reale Gefahr oder ist das ein bisschen übertrieben? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Ukraine-Krieg steckt uns in den Knochen, auch als Anleger natürlich. Und es gibt aber viele, die sagen, liebe Leute, das ist noch gar nichts, das ist nur ein Vorgeplänkel. Uns droht noch was ganz anderes jetzt, nämlich Chinas Angriff auf Taiwan. Der steht kurz bevor. Und ich merke es ja an den Zuschriften, die ich kriege, und ich merke es auch an den Kommentaren hier unter den Videos zum Teil. Vor einem halben Jahr hat das Thema Taiwan noch keinen gejuckt, aber jetzt steht es eben massiv im Raum. Hier zum Beispiel, und was ist, wenn sich die Chinesen Taiwan schnappen? China ist mir derzeit zu heiß. Sollte es mit Taiwan eskalieren, schmieren die Aktien genauso ab wie Russland. Falls China Taiwan heimholt ins Reich, in Anführungszeichen, haben chinesische Aktien inklusive Alibaba noch zusätzliches Potenzial nach unten. Klingt alles nicht mehr so, als wäre das hypothetisch, sondern für viele scheint es wirklich schon fast festzustehen, dass es so kommt. Und da geht es auch nicht nur den Zuschauern so, sondern es gibt auch viele Beiträge und Kommentare in den Medien entsprechend. Und was immer wieder auftaucht, ist das Wort Blaupause. Blaupause, Blaupause, Blaupause. Das ist für Peking jetzt der Krieg in der Ukraine. Daraus würde Peking jetzt ableiten, wie man vorgehen sollte oder vorgehen könnte bei der Invasion von Taiwan. Da geht es nicht mal darum, ob China das überhaupt will. Das wird vorausgesetzt. Ich setze mich auseinander mit China seit gut 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und das Thema Taiwan. Als ich mich damit zum ersten Mal beschäftigt habe, da sind mir wirklich die Haare zu Berge gestanden eigentlich. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, also das mit den Haaren. Und ich muss aber sagen, also ich bin seitdem ein bisschen abgestumpft und schalte bei dem Thema Taiwan fast schon auf Durchzug, weil es ploppt immer wieder auf natürlich. Und dann passiert doch nichts. Also es war zumindest bis jetzt die Erfahrung. Ist so ähnlich wie Nordkorea. Südkorea ist ja auch brandgefährlich im Grunde. Nordkorea ist eine Atommacht, ist unberechenbar. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel wieder da diesen Test anschaut mit der Interkontinentalrakete, da sind die ganzen Generäle und lachen und springen rum und freuen sich wie die kleinen Minions. Neue Krise, neue Sanktionen, alles egal. Hurra, unsere Rakete fliegt und wir vernichten euch jetzt alle. Das war da schon oft hochgefährlich, trotzdem irgendwie nimmt es keiner mehr so richtig ernst. Noch nicht mal Südkorea. Und der Kospi, der fällt dann jedes Mal so kurz um 4-5% und dann ist es wieder gut. Und so war es auch immer mit Taiwan, oder so kam es mir zumindest vor. Ich stehe da auch nicht allein da mit meiner Ignoranz. Auch nur 27% der Taiwaner glauben, dass China Taiwan angreift. Das war allerdings kurz vor dem Ukraine-Krieg die Umfrage. Aber auch die Taiwaner glauben es offenbar nicht so richtig. Taiwaner, früher hat man Taiwanesen gesagt, jetzt sagt man eher Taiwaner. Und die chinesische Sprachregelung, die ist ja nochmal anders. Da gibt es keine Taiwaner. Und es gibt vor allem Taiwan nicht als Land, sondern allenfalls als Insel, als unabtrennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums. Das ist Staatsdoktrin in China, genauso wie Staatsdoktrin ist, dass da die Wiedervereinigung angestrebt wird. Das war auch schon immer so. Das kennen wir ja von uns, war bei uns genauso im Kalten Krieg die Wiedervereinigung als Staatsziel in der Präambel des Grundgesetzes. Eine permanente Kriegserklärung an den Warschauer Pakt, wenn man so will, damals. Wie ist es dazu gekommen mit Taiwan? Nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren die Japaner wieder weg, sodass man dann endlich in China weitermachen konnte mit seinem Bürgerkrieg. Die Kommunisten gegen die Kuomintang unter Chiang Kai-shek.
Das waren brutale Nationalisten, die Kuomintang, auch nicht besser als die Kommunisten. Die Kommunisten haben dann gewonnen 1949 und die Kuomintang sind auf die Insel Taiwan geflohen oder Formosa, wie man auch gesagt hat. Haben da ihre Diktatur errichtet. Seit Ende der 80er Jahre ist Taiwan allerdings eine Demokratie. 1972, da hat Richard Nixon, der US-Präsident, China besucht, ist vorbereitet worden von Henry Kissinger. Es hat schlagartig eine Annäherung gegeben zwischen China und den USA. Eine komplette Umwälzung und China war nicht besonders sympathisch damals. Aber taktisch gesehen, da war das natürlich genial damals, weil man China damit ja rausgebrochen hat aus diesem kommunistischen Block und das war für China speziell ein unglaublicher Segen, das Ganze, aber auch für den gesamten asiatischen Raum und eigentlich auch für die Weltwirtschaft. Nur in dieser ganzen Neuordnung, was macht man da mit Taiwan? China hat gepocht schon immer auf die Ein-China-Politik und am Ende haben die USA die Volksrepublik China anerkannt und Taiwan nicht mehr. Und man hat dann später aber zumindest im Taiwan Relations Act festgelegt, das war dann unter Jimmy Carter, dass man wenigstens die Selbstständigkeit von Taiwan und die Selbstverteidigung trotzdem unterstützt gleichzeitig. Also alles ein bisschen widersprüchlich und das ist die Lage bis heute. China ist wahnsinnig empfindlich mit allem, was irgendwie in die Richtung geht, Taiwan sei unabhängig oder man würde das so sehen. Und auf der anderen Seite aber so gut wie niemand erkennt Taiwan an als unabhängiges Land, auch Deutschland nicht. So dass China schon auch immer sagen kann, mit einer gewissen Berechtigung, mischt euch da nicht ein, das sind unsere internen Angelegenheiten. Und so belauern sie sich alle gegenseitig und es ist alles ziemlich merkwürdig. Und auf der anderen Seite, es hat aber ganz gut funktioniert, zumindest bis jetzt. Der chinesische Anspruch, wie gesagt, auf Taiwan, der ist schon immer da. Nur was ist jetzt anders? Das Verhältnis ist schlechter geworden, das kann man schon mal sagen. Die Präsidentin in Taiwan ist im Moment Tsai Ing-wen und die ist relativ China-kritisch. Das provoziert Peking. Peking droht jetzt auch immer öfter. Und dann ist China natürlich sowieso mächtiger geworden, auch militärisch, erhebt Ansprüche ja auch im südchinesischen Meer zum Beispiel, baut da auch Druck auf. Es geht da auch gegen die starke Präsenz der USA in Asien. Das Verhältnis hat sich da ja sowieso auch verschlechtert. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, sonst wäre das vielleicht auch gar nicht so das Thema. Und manche glauben natürlich auch, dass Präsident Xi diese Wiedervereinigung mit Taiwan, dass er damit vielleicht auch seine Laufbahn irgendwie krönen will. Das wissen wir nicht. Das ist eine Behauptung. Es gibt aber mit Sicherheit einige in China, die das schon begrüßen würden, auch in der Bevölkerung. Und darum heißt es jetzt ja auch, China hat sich im Ukraine-Krieg voll auf die Seite von Russland geschlagen, also auf die Seite von dem Aggressor und würde das jetzt genau beobachten als Blaupause eben und würde jetzt auch sagen, der Westen hat die Ukraine nicht wirklich verteidigt, er hat da die militärische Konfrontation eben auch gescheut und darum haben wir in Taiwan jetzt freie Hand und wir sind ja sowieso auch viel stärker als Russland. Ich sehe das nicht so. Erstens schon mal, also natürlich, das chinesische Militär ist da hoch überlegen. Das ist schon so. Also China hat 1 Million Soldaten unter Waffen, ungefähr Taiwan vielleicht 90.000. Aber es geht da schon um eine Invasion von einer großen Insel, 150 Kilometer vom Festland entfernt. Ganz so einfach ist es auch nicht. Aber ist es nicht zumindest so, dass sich China jetzt ja sowieso, dass da eine feste Frontstellung eingenommen hat gegen den Westen, dass es sich da ganz klar auf die russische Seite gestellt hat im Ukraine-Krieg? Das sagt doch schon alles, könnte man meinen. Ganz so ist es aber doch nicht.
Vor dem Krieg jetzt, da haben China und Russland noch stolz verkündet, sie hätten eine Freundschaft ohne Grenzen. Und in der UN-Vollversammlung, da haben sie diesen Angriff dann auch nicht verurteilt. So wie 34 weitere Länder aber übrigens auch nicht. Also Indien, Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und keinem von diesen Ländern haben die USA gedroht, dass sie bloß nicht auf die Idee kommen sollen, dass sie Russland jetzt helfen, die Sanktionen irgendwie zu umgehen. China haben sie schon gedroht. Und unterm Strich ist das Ganze für China schon auch relativ blöd. Also China laviert jetzt auch eher. Sie haben schon gesagt, natürlich, der Krieg muss aufhören, man muss jetzt verhandeln. Und hätten sie Russland wirklich fallen lassen sollen, das Land, das ja die Partnerschaft mit China jetzt immer stark gesucht hat die letzten Jahre, während der Westen sich von China entfernt hat, das wäre ja schon auch unklug gewesen und China hätte nichts davon gehabt und es hätte ihm ja auch keiner gedankt hier. Das ist nämlich auch wichtig. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen unangenehm, für China und man merkt aber immer mehr auch, China steht jetzt eben nicht voll hinter Russland. Sinopec, ein Staatskonzern, hat ein Milliardengasprojekt mit Russland jetzt erstmal gestoppt. China schickt Russland keine Flugzeugersatzteile, obwohl sie die ja brauchen würden. Und mindestens zwei chinesische Staatsbanken, Großbanken, haben auch die Finanzierung von Rohstoffkäufen aus Russland jetzt eingefroren. Und die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank, eine Entwicklungsbank mit Sitz in Peking, auch die hat alle Russland- und Weißrussland-Aktivitäten jetzt erstmal komplett eingefroren. Und es gibt auch einen Artikel von Bloomberg und demnach gibt es im Moment ganz viele Anfragen von chinesischen Firmen und auch von chinesischen Behörden zu diesen Sanktionen, was man da beachten muss jetzt, damit man ja nichts falsch macht. So dass Janet Yellen, die jetzt Quatsch, Finanzministerin ist natürlich, dass die vor ein paar Tagen gesagt hat, ja, wenn China Russland unterstützen würde jetzt, dann müsste man vielleicht Sekundärsanktionen verhängen. Aber dafür gibt es im Moment keinen Grund. Und Russland steht auch nur für 2% vom chinesischen Außenhandelsvolumen. Die EU und die USA stehen dafür ein Vielfaches. Und das sind eben natürlich auch Wirtschaftsinteressen im Moment. Aber trotzdem, wenn China Taiwan wirklich angreifen wollen würde, dann kommt es ja jetzt sowieso zum großen Zerwürfnis mit dem Westen. Also warum eiern die dann jetzt so rum und stellen sich jetzt nicht voll hinter Russland? Und es wird ja auch immer wieder gesagt, China ist ja wirtschaftlich viel stärker als Russland, für die wären die westlichen Sanktionen jetzt auch nicht so schlimm. Stimmt, China ist natürlich stärker, aber es hat eben auch genauso sehr, sehr viel zu verlieren, vielleicht noch mehr. Es geht schon los damit, dass China immer noch 1 Billion Dollar investiert hat in US-Staatsanleihen. Warum sollten sie die noch haben im Moment, wenn sie morgen Taiwan angreifen? Außerdem, China ist extrem abhängig von Rohstoffimporten, Lebensmittel zum Beispiel, Industriemetalle auf breiter Front. Es ist der weltweit größte Öl- und Gasimporteur. Wenn man China davon abschneiden würde, das wäre ein Desaster für China. Genauso wie Technologie und Halbleiter, das hat man ja im Ansatz schon erlebt. Und China ist einfach auch einer der Hauptprofiteure vom internationalen Handel. Und die Gefahr, dass dann fast alle Märkte ja möglicherweise wegfallen würden, also Japan, Australien, halb Südostasien, Indien, Europa und Nordamerika sowieso, was bliebe denn dann noch übrig? Und vergessen wir auch mal nicht, wie viel China auch im Ausland ja investiert hat. Im Westen, aber auch in Afrika, in Lateinamerika und die Wahnsinnsinvestitionen ja auch ins Seidenstraßenprojekt. Alles Auslandsinvestitionen, die potenziell gefährdet werden. Und das alles würde China riskieren wegen Taiwan. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
Und stimmt ja auch nicht, dass im Ukraine-Krieg diese westliche Reaktion jetzt schwach gewesen wäre und dass die jetzt andere Aggressoren ermuntern würde. Die Reaktion war relativ entschlossen, würde ich sagen. Und man war sich da auch sehr einig. Man hat auch eigene wirtschaftliche Opfer in Kauf genommen. Und das wäre mit Taiwan höchstwahrscheinlich genauso. Und Joe Biden hat letztes Jahr sogar gesagt, die USA würden Taiwan sogar militärisch verteidigen. Dazu seien sie auch verpflichtet. Das Weiße Haus hat das dann wieder abgeschwächt. Und im Übrigen das Gleiche ist ja neulich schon wieder passiert, als Joe Biden gesagt hat, Putin könne nicht an der Macht bleiben. Das hat auch das Weiße Haus dann wieder abgeschwächt. Also sieht schon fast so aus, als wäre das so eine Art Taktik. Man lässt den alten Tatterkreis irgendwas Hartes raushauen und dementiert das dann so ein bisschen halbherzig wieder. Das macht das Ganze dann unkalkulierbar für die anderen, erhöht damit auch die Abschreckung. Unberechenbarkeit ist manchmal ein Vorteil, das haben wir gelernt die letzten Jahre. Putin, Kim Jong-un, Donald Trump, der ja nur mit seinem Twitter-Account schon mehr Angst und Schrecken verbreitet hat als jeder vor ihm. Aber Scherz beiseite. Also auch die militärische Konfrontation mit den USA ist zumindest denkbar bei einem Angriff auf Taiwan. Und spätestens darum würde ich sagen, China würde so viel riskieren und hätte da so viel zu verlieren, dass auch dann, wenn sie vielleicht Taiwan wirklich hätten angreifen wollen, was ich jetzt auch nicht glaube, dass sie das mit dem Wissen, das sie jetzt haben aus der Ukraine-Krise, dass sie das jetzt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht machen werden. Und wie gesagt, sie verhalten sich ja auch nicht so, als ob sie das machen wollen würden. Und was ich hier ja auch behandelt habe, es hat ja eine enorme Erholung gegeben bei chinesischen Aktien die letzten Wochen. Der Hang Seng China Enterprises Index, der ist nur die letzten 2 Wochen um fast 25% gestiegen und der Nasdaq Golden Dragon Index, der ist ja sogar um 45% gestiegen. Ein Index in 2 Wochen. Das hat natürlich mehrere Gründe, aber einer davon ist auch relativ sicher der, dass man eben gesehen hat, es gibt in der Ukraine-Krise jetzt keine wirklich harte Frontstellung von China gegen den Westen. Und dieses ganze Thema China-Aktien, also wo stehen wir jetzt und wie sind die bewertet und was spricht jetzt alles für China-Aktien und was spricht gegen China-Aktien, das rollen wir nochmal für Sie auf im nächsten Zukunftsmärkte-Report, weil es soll ja angeblich Leute geben, die China-Aktien trotz allem immer noch in Erwägung ziehen. Und der Report geht nächste Woche raus und er ist wie alle anderen Reports von uns natürlich gratis für Sie. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann schnell noch eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wie gesagt, ich halte so einen Krieg um Taiwan für sehr unwahrscheinlich, aber natürlich, man hat auch schon Pferde kotzen sehen und dann muss man auch wirklich ganz ehrlich sagen, also wenn es wirklich doch so kommen sollte, das wäre natürlich eine Vollkatastrophe. Ganz klar, humanitär, weltpolitisch, wirtschaftlich, Zusammenbruch vom Welthandel, von den Lieferketten auf breiter Front, globale Desintegration. Das wäre dann auch nicht nur für China-Aktien schlimm, für die natürlich ganz besonders, aber auch ihre BASF-Aktien, ihre Volkswagen-Aktien, was es sonst noch so gibt bei uns, das können sie dann auch gleich mit alles in die Tonne treten. Und ich persönlich hier mit meinen Emerging Markets, nachdem wir jetzt schon Russland verloren haben, also wenn das jetzt auch noch kommen würde, also ich glaube, dann schmeiße ich hier echt hin und hänge das hier an Nagel oder ich mache in Zukunft irgendwie so, ja, Metaverse-Aktien oder irgend so ein Mist. Also vielleicht haben Sie ja dann auch Ideen für mich. Saugroboter, Laborfleisch, smarte Zahnbürsten. Na, schreiben Sie es hier rein, ich bin offen für alles. Aber zum Glück noch ist es nicht so weit. Also bleiben wir natürlich dran an der Sache, beobachten wir das, aber denken wir auch dran, trotz allem, was wir im Moment ja gerade leider erleben müssen, alles, nicht jede Katastrophe, die man sich so vorstellen kann, muss zwangsläufig auch immer gleich kommen. Denken Sie noch an unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.